Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Hearthstone. Wir spielen heute mal wieder ein Deck, das sich sehr, sehr viele Leute schon gewünscht haben. Und zwar handelt es sich hierbei, und ja, ich weiß, er ist gerade nicht so sehr beliebt, aber es ist der gute Tempo Rogue. Ich weiß, er wird gerade sehr, sehr viel gespielt, aber das ist mal so ein bisschen eine, ich möchte mal sagen, eine mid-rangigere Variante mit gerade dem Spellbreaker drin, mit dem Shadowcaster drin, dass man halt verschiedene Sachen öfters triggern kann, was ich sehr, sehr wichtig tatsächlich finde, dass man durch verschiedene Sachen halt durchkommt, wie hier Fetted Horns oder sonst was. Ich habe gerade eben eine kleine Runde im Casual gespielt damit, weil ihr seht, es ist kurz Viertel vor neun circa. Ja, es ist sehr, sehr spät und ich bin eigentlich schon ziemlich müde und würde eigentlich lieber schlafen gehen, als jetzt noch aufnehmen zu müssen. Aber sonst wäre morgen keine Folge gekommen. Und deswegen, liebe Leute, spielen wir jetzt noch eine wunderschöne Runde mit dem Tempo Rogue gegen einen Druid. Oh, das gefällt mir gar nicht. Und mit der Starthand gefällt es mir sogar noch viel weniger. Eieieiei, was können wir denn da machen? Wir packen die auf jeden Fall mal weg. Wenn Cleave, packen wir auch weg. Wir hoffen auf One-Drops. Sehr, sehr viele One-Drops. Swashburger, Kalaseth. Okay, Kalaseth ist ein Two-Drop, aber das ist okay. Oh, da haben wir schon. Swashburger, Deckhand. Patches kommt dann noch sicherlich mit raus. Es wäre halt cool, wenn wir direkt Kalaseth dann in die Richtung rausbringen können und dann fette Action machen, Leute. Fette Action, das ist der Sinn hinter diesem Deck. Tatsächlich ist es ein ultra schnelles Deck. Ich habe den Mage, gegen den ich vorhin gespielt habe, auch in Turn 5 irgendwie vom Board gefegt. Aber er hat auch irgendwie nicht spielen können. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass er wirklich nichts einfach so vor sich hinspielen hat können. Und das hat einen sehr, sehr krassen Flow halt einfach verhindert, wie ich finde. Und diese Verhinderung von diesem krassen Flow ist halt einfach nicht optimal gewesen für ihn tatsächlich. Je nachdem, wie er jetzt spielt, wenn es jetzt ein Token-Dude ist, was ich glaube ich nicht glaube. Ich glaube, so wie er jetzt gerade spielt, müsste er eigentlich Jade sein. Können wir mal gucken, wie wir weitergehen. Er ist natürlich nicht so optimal in unserem Deck, da wir... Ach doch, wir können über die Bone Mare, können wir auf Taunts gehen. Leute, das sieht sehr, sehr gut aus. Das ist zwar nicht schlecht für uns vom Grundprinzip her, aber tatsächlich ist Kalaseth an sich besser, wenn man ihn Turn 1 direkt spielen kann und nicht erst Turn 3. Aber wir haben auf jeden Fall damit schon mal einen sehr, sehr starken Buff auf unser Deck gesetzt. Ja, er muss ihn töten. Kalaseth ist sehr, sehr gefährlich tatsächlich für ihn. Es ist tatsächlich immer noch so, dass er immer noch eine sehr, sehr akute Gefahr von ihm jetzt ausgeht. Da kommt der Hit. Ich hoffe, wir ziehen einen One-Drop. Das wäre eigentlich optimal. Oder, ja doch, ja, Two-Drops haben wir keinen One-Drop, also... Nice. Weil dann können wir nämlich die Hero Ability triggern. Machen nämlich einen Turn, haben jetzt schon wieder zwei Minions auf dem Board, holen im nächsten Zug den Naga Corsair raus, der hier jetzt mal wieder keinen Namen hat, aber das ist tatsächlich egal. Mal gucken, was er macht. Er spielt endlich mal einen Ramp raus. Er geht aber auf 6 Mana damit und das ist tatsächlich problematisch. Wir müssen gucken, dass wir hier sehr, sehr langsam das Ganze angehen. Wir spielen also hier Backstab und gehen Full Face, denke ich mal. Ne, wir traden sogar. Wir traden hier an dieser Stelle. Spielen ihn hier raus. Klauen uns die Karte und gehen Double Face hier. Junge, Double Face. Okay, das ist eine sehr, sehr gute Karte, falls ihr jetzt wirklich auf 6 die Ding rausspielt hier. Jade Behemoth. Ich glaube, dagegen ist es tatsächlich auch noch eine sehr, sehr gute Karte. Obwohl wir den theoretisch auch so wegmachen könnten mit unserem Naga Corsair. Aber ich möchte nicht, dass ihr ihn irgendwie tradet. Vier. Hit. Kill. SI7, Face. Wir gehen jetzt einfach da so in die Richtung, als ob er kein Spreading Plague auf der Hand hätte. Klar, wenn er es hat, dann macht er sich jetzt 4 Stück. Wir kommen aber durch. Er hat sogar wirklich auf der Hand. Wir kommen durch 3 Stück durch. Durch 3 Stück kommen wir durch, Leute. Das ist nicht schlecht.
Plus 4 macht das, gell? Dann gehen wir hier auf 6. A Tango! Enturn. Enturn. Das Gute ist, er muss unsere Taunts kaputt klopfen. Das Schlechte ist, er könnte noch mal eins haben. Bekommt da das Ultimate? Ne, Ultimate Infestation kann er noch gar nicht. Swipe. Okay, er tötet unsere beiden Taunts damit. Naja, fast tötet er unsere beiden Taunts damit. Die gute Sache ist halt einfach dadurch, hat er dadurch verloren? Ja, tatsächlich denke ich, dass er dadurch verloren hat, oder? Hat er dadurch verloren? 6 und 6 sind auf jeden Fall Lethal, Leute. Also, ja. Taste my blades. Play well played. Wow. Wow. Das ist so das, was mir gerade tatsächlich dazu einfällt. Das ist ganz schön sick, möchte ich mal sagen, was da jetzt gerade abgelaufen ist. Ich hätte nicht gedacht, dass Kalaseth wirklich so einen Value Boost bringen kann. Also ich habe gewusst, dass, also ich habe das auch schon oft mitgekriegt, dass Kalaseth angeblich so einen Ultra Value Boost macht, dass man angeblich hier wirklich hart durchmarschieren kann, aber dass er so einen krassen Boost bringt, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Da muss ich echt sagen, bin ich wirklich ein bisschen wow. Spellbreaker. Die Problematik hier tatsächlich an diesem Game gegen den Priest ist tatsächlich, dass sehr, sehr viele Priests inzwischen dazu übergegangen sind, AOE, und zwar sehr, sehr viel AOE-Removal, auch vor Turn 6 zu spielen. Und dazu gehören natürlich sowas wie, hier, wie jetzt nochmal, oh, mir fällt der Name gerade nicht ein, das AOE, oh, Mind Blast, das ist natürlich gut, um die letzten 5 Damage, um die letzten 5 Damage zu machen. Sorry, meine Stimme ist hier ein bisschen angeschlagen gerade im Moment. Das ist tatsächlich nicht schlecht, um die letzten 5 Damage zu machen. Was ich aber jetzt sagen wollte, der Priest hat halt jetzt inzwischen schon vor, hat halt angefangen jetzt schon dieses, wie heißt es irgendwie? Dieses AOE-Removal, das wirklich Damage auf alles macht. Und das ist halt sehr, sehr krass. Die Frage ist, würde er wirklich jetzt hier auf Turn 2 schon was rausspielen? Ansonsten würde ich nämlich sehr, sehr gerne so machen. Holen wir uns nämlich nochmal eine Karte, bitte nochmal Mind Blast. Spirit Lash, da ist es doch tatsächlich. Spirit Lash, wenn er das halt auf der Starthand hat, dann sind wir jetzt halt vorbei. Dann ist es jetzt schon gelaufen, so gut wie. Bitte hab es nicht. Dude, tu mir das nicht an. Nein, komm schon. Spirit Lash würde unser Board ausradieren und dann würde auch der South Sea Captain halt nicht mehr triggern. Ah, er holt ihn sich rüber, oder? Oh, der Gulaka Crawler. Und für eins. Und dann tradet er weg. Och nein, Leute. Das ist wirklich schlecht gelaufen jetzt hier an dieser Stelle. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Jetzt stehen wir ziemlich schlecht da im Moment. Dadurch, dass halt so oft der Tempo Rogue in letzter Zeit gespielt wird, ist natürlich der Gulaka Crawler ein sehr, sehr wichtiges Element geworden in sehr, sehr vielen Decks. Und das ist tatsächlich auch hier in dem Deck hier so. Okay, das ist sehr, sehr gut, weil wir den nämlich gleich silencen werden. Er macht auch den Trade, das ist sehr, sehr nett von dir. Backstep Hit. Das Problem ist halt, dass wir jetzt halt unser Tempo ein wenig verloren haben. Das ist halt wirklich schade. Aber in so einer Hinsicht ist halt der Spellbreaker eigentlich wirklich, wirklich stark. Das Problem ist halt nur, dass unser Gegner sich halt Board aufbaut über Kazakus und er hat natürlich Kazakus jetzt schon auf der Hand. Eieiei, Leute, das könnte jetzt wirklich ein problematisches Spiel werden. Wir müssen gucken, dass wir relativ schnell Bone Mare Value kriegen, Cobalt Skein Bane Value, SI7 wäre nicht schlecht, Plague Scientist wäre nicht schlecht, Kalaseth wäre natürlich Value ohne Ende. Aber das muss man halt auch erstmal kriegen, die ganzen Karten. Okay, wir machen auf jeden Fall Hero Ability, den Kazakus machen wir weg. Wir spielen ihn mal raus, in der Hoffnung, einen weiteren Pirate jetzt hier mal zu kriegen. Am besten South Sea Deckhands wäre natürlich optimal. Eigentlich versucht man wirklich in dem Deck auf Kalaseth zu maligen, aber wenn das halt nicht funktioniert, muss man sich halt mit anderen Sachen begnügen, so wie dem hier jetzt. Ist eigentlich jetzt nicht ein schlechter Start gewesen, aber dadurch, dass er halt wirklich den Crawler und alles ready hatte. Oh, ist es ein Big Priest oder was?
Ah, oh, is someone injured? No. No one is injured. Justice is mine. Es gibt im Moment eine große Problematik und diese Problematik ist einfach, dass er unseren Dude jetzt hier wegtraden kann, easygoing. Den 3-3er. Er könnte ihn natürlich auch Shadow Word Pain oder sowas, aber das hat er jetzt tatsächlich nicht gemacht, deswegen denke ich, dass er auch nichts auf der Hand hat. Aber das Problem ist halt, dass wir einfach zu langsam tatsächlich sind. Ah, da kommt Shadow Word Death raus, dann kann ich hier den Trade setzen. Der Priest hat so viele Möglichkeiten, Leute. Das ist einfach krass. Jetzt hielt er sich wahrscheinlich noch. Ne, er spielt noch was raus. Okay, er guckt unsere Karten an. Wir müssen ihn irgendwie auf 5 Damage kriegen, Leute. Dann haben wir Chancen. Dann haben wir wirklich Chancen. Ansonsten könnte es problematisch werden. Die Sache ist halt, die Bone Mare-Kombo ist tatsächlich hier an dieser Stelle sehr, sehr gut, kann ich euch sagen. Okay, wir spielen hier auf jeden Fall den Spirit Lash. Weil dann können wir hier nämlich traden. Spielen. Face gehen für 2, end turn. Das war jetzt tatsächlich ein bisschen ein Value Play. Ich weiß, es ist jetzt nur ein kleines Board oder sowas, aber es kann sehr, sehr großen Impact haben. Vor allen Dingen für so Trigger wie Bone Mare, für so Trigger wie Cobalt Scalebane. Oh, come on, er hat echt wirklich alles dabei, Leute. Oh, und er hat echt Glück. Er hat wirklich, wirklich Glück vom Drawn her. Mann, Mann, Mann. Wir sind auf jeden Fall nicht schnell genug gegen das Deck. Es ist halt wirklich so, man kann sagen, was man will, aber vom Tempo her, klar, hat er uns jetzt gerade hier komplett rausgenommen. Aber vom Play her hätten wir noch Chancen, wenn wir jetzt die richtigen Karten ziehen würden. Wenn er jetzt sich nicht irgendwas aufbaut, was krass ist. Arthas oder sowas wäre jetzt hier, oder Bone Mare wären hier ein GG wahrscheinlich, wow. Ah, das sollte wirklich ein GG sein. Da kommen wir wirklich nicht mehr dagegen an. Wir haben halt kein Removal oder sowas, außer die Wildspine Slayer. Hätten wir theoretisch rausspielen können. Konnten wir aber tatsächlich nicht. Wir spielen jetzt mal so. Aber er macht uns allein schon 13 Schaden hat er allein schon auf dem Board, deswegen können wir hier eigentlich conceden. Es würde nichts mehr bringen, hier gegen den Priest zu spielen. Deswegen ist es halt von der Meta immer noch so aufgereiht, dass Priest Nummer 1, Rogue Nummer 2, Schamanin Nummer 3, Jade Nummer 4 und ja. Der Highlander Priest ist immer noch so ein extrem starkes Deck, einfach weil halt so viel Value in den einzelnen Karten drin steckt, vor allen Dingen in Kazakis wieder, dass das ist kaum zu fassen, wie stark das tatsächlich ist. SIS-7 Agent, Cold Blood, Wildspine Slayer. Tatsächlich möchte ich die drei wegpacken in der Hoffnung auf einen Kalaseth-Pick. Ist aber okay tatsächlich. Wir können auf Turn 2 den South Sea Captain rausspielen und da ein bisschen Action machen. Oh, ein Legendary Hunter. Sicherlich letzte Season Legendary geworden. Wie die meisten wahrscheinlich. Okay, Play. Backstep und Tracking ist okay. Trade and Turn. Wir wollen an der Stelle das eigentlich so machen, dass er halt seine HI nicht triggern kann. Das ist eigentlich so das Wichtigste, was man an dieser Stelle machen kann gegen ihn. Da kommt der Wolf raus. Der Big Bad Wolf. Und wir sagen, okay. Spielst also den Big Bad Wolf. Sollte in Ordnung sein. Justice is mine. Hero Ability, Trade and Turn. Das ist okay. Ich weiß, uns fehlt jetzt tatsächlich das Tempo. Aber ich denke, wir müssen hier gegen ihn, da wir ein bisschen, ich weiß nicht, es könnte sein, dass er Midrange spielt. Shit. Stimmt. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Wir müssen uns einen Wildspine Slayer für die Dinge aufbewahren. Tracking könnte uns hier vielleicht ein bisschen helfen. Das ist halt das, ich habe tatsächlich das Deck, ich spiele das ja jetzt das zum dritten Mal jetzt tatsächlich. Und ich muss sagen,
Man muss wirklich diesen aggressiven, oh mein Gott, man muss wirklich diesen aggressiven Spielstil irgendwie mögen. Wenn man das nicht so mag, ist es tatsächlich, finde ich, ein bisschen problematisch, das Ganze zu spielen. Dann gucken wir mal noch, was wir raustracken können. Wir haben ja noch den Coin. Oh wow. Wow, das ist lol. Okay. Davon hat mir tatsächlich schon mal jemand erzählt, dass sobald man irgendwie dreimal einen Kalosef rausspielt, surrendern die Leute einfach instant. Warum auch immer, ich verstehe es nicht ganz. Ich meine, klar, die Chancen, dass da noch was weiterläuft, sind nicht so optimal, aber ihr habt ja sogar jetzt letztens mal schon gesehen, als ich Ding gespielt habe hier, wie heißt es nochmal, als ich hier Mage gespielt habe, hat der Gegner auch zweimal Kalosef rausgekriegt, also zweimal in einem Zug. Und es war tatsächlich noch kein GG. Ich denke auch tatsächlich, dass es an der Stelle vielleicht auch noch kein GG ist, wenn man es halt irgendwie richtig irgendwie defenden kann oder sowas. Aber es ist wirklich schwierig. Ich gebe es zu, es ist wirklich, wirklich schwierig. Und das sieht aus nach einem puren Pirate-Start, Leute. Oh mein Gott. Burgle, Burgle, Burgle. Patches. Und wir haben Knuckles. Knuckles, Knuckles, Knuckles. Das ist tatsächlich nicht so eine gute Karte. Coin, was kommt raus für zwei? Der Golaka-Crawler, oh no. Leute, das ist nicht schön. Golaka Crawler direkt jetzt ist echt nicht so optimal. Das ist halt die Problematik. Die Leute spielen halt gerade, weil dieses Deck so gut geworden ist in letzter Zeit, spielen sie halt unglaublich oft wieder den Golaka Crawler. Und da er halt im Hunter auch noch eine echt starke Karte ist, ist der Hunter meiner Meinung nach halt auch echt wieder Value geworden. So vom Grundprinzip her Value, falls ihr versteht, was ich meine. Ah, fuck! Ich bin so. Oh, ich bin so schlecht. Ich habe diese Karte noch nie ausgespielt. Ich habe diese Karte tatsächlich noch nie ausgespielt und nicht gewusst, was er tut, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte lesen müssen, dass er erst triggert, wenn er halt über Ding geht, über Combo. Aber dann hätten wir in diesem Zug eh nicht spielen können. Und er hat den Trade ready. Shit. Ganz schön traurig, aber wir müssen das so machen, sonst wären wir wahrscheinlich tot gewesen. Wir werden jetzt schon ziemlich schnell tot sein. Das ist halt, der Golaka Crawler kontert halt dieses Deck meiner Meinung nach komplett aus, weil man halt versucht, im Early Game natürlich die Pirates rauszuhauen, dass die Pirates halt relativ schnell, die Pirates ermöglichen einem halt auch diesen relativ schnellen Start. Und das untersagt einem halt der Golaka Crawler vollends. Und das ist ein bisschen problematisch teilweise, wie ich finde. So. Mal gucken, ob er irgendwas hat gegen unseren Dude. Ansonsten könnten wir hier vielleicht noch eine Win Condition haben. Weil eine geile Combo, wo ich jetzt gerade eigentlich so das sehe, weil ich das relativ cool finde, ist halt wirklich eigentlich. Oh, er geht Full Ham, oder? Ne, er geht nicht Full Ham, das ist gut. Ah, ne, das ist End of Turn. Shit, das ist erst End of Turn. No. Können wir den gar nicht töten. Doch, wir können ihn töten. Das Problem ist halt nur, dass wir zu langsam sein werden, um ihn wirklich hier töten zu können. 3, 4, 5, 6. Er braucht noch 2 Damage. Und wir müssen jetzt in einem Zug so viel Damage. Wir müssen in einem Zug 22 Schaden machen. Das sollte uns nicht möglich sein, tatsächlich. Das sollte uns tatsächlich nicht möglich sein, denke ich. Bone Mare könnte uns hier retten. Je nachdem, was er halt spielt. Wir machen. Okay, damit ist es GG, Leute. Und er hat sogar noch einen Kill Command ready. Also von dem her ist es egal gewesen.
Der Gulaka Crawler, Leute, der macht einfach das, der rippt hier einfach die Rogues weg. Das kann man einfach so sagen. Aber wenn man tatsächlich mal gegen ein Deck spielt, das einen Gulaka Crawler nicht Top-Deck auf der Hand hat, kann man mit diesem Deck sehr, sehr viel erreichen, denke ich tatsächlich. Gut, liebe Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich stehe jetzt irgendwie mit dem Rogue, wenn ich jetzt das Ding nicht weg, wenn ich das Casual nicht mitzähle, das ich davor gemacht habe, zum einmal kurz mir das Deck anzugucken. In einem Delirium-artigen Zustand, möchte ich sagen, weil das für mich heute ein super anstrengender Tag war. Muss ich hier nochmal kurz anmerken. Stehe ich mit diesem Deck, glaube ich, 3-3. Und das ist tatsächlich in Ordnung, wie ich finde. Gut, liebe Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann hätte ich mal gesagt, haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.